Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Stellaris Toxoids mit den Giftrittern, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir sind jetzt demnächst drauf und dran, unsere Kolonisation durchzuführen. Oh, guck mal, da ist der zweite giftige Planet. Ich habe ja gesagt, ne, davon gibt es deutlich mehr, nicht unendlich viele mehr, aber es gibt deutlich mehr davon als früher. So, was ist eigentlich jetzt mit dem hier? Er ist jetzt hier empfänglich geworden. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, dass der empfänglich geworden ist. Also vielleicht komme ich mit denen hier ja klar, dann habe ich am Ende nur noch mit den blöden Glühbirnen meinen Ärger. Na toll, die Glühbirnen. Warum muss ich eigentlich immer unter denen leiden, die ich selber baue? Ach so, weil ich sie selber baue. So, Freunde, was ich jetzt auf jeden Fall auch machen möchte, ist hier nochmal bei der Schiffswerft endlich mal einen autoproduzierenden Konstruktor zu bauen. Eieiei, meine Forschungsschiffe sind aber schon teilweise jetzt hier nicht mehr aktiv. Daran möchte ich was ändern. So, Schiffswerft, komm, ich will dieses Konstruktionsschiff. Dankeschön. So, hier haben wir übrigens auch nochmal einen weiteren Slot. Ich weiß noch nicht, was ich da reinmachen soll, denn ihr seht, ne, hier fehlt es halt einfach immer noch an Wohnraum. Ich habe festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn man hier einfach eine Luxusresidenz reinbaut. Das clears das Ganze dann dauerhaft. So, da ist schon wieder einer auf der Flucht von meinen Forschungsschiffen. Okay, die können also nichts mehr machen, weil hier alles nur noch blockiert ist. Dann fangen wir... Kommst du nicht mehr zurück? Der kommt gerade echt nicht mehr zurück. Okay, witzig. Nee, du brauchst da jetzt nicht durchfliegen, ganz im Ernst. Nee, dann machen wir uns das folgendermaßen. Dann fang mal an, das hier mal für mich Anomalien abzuarbeiten. Die müssen nämlich auch mal gemacht werden. So, damit hast du jetzt hier schon mal ein bisschen was zu tun. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dem jetzt hier vorgehen soll. Hast du das da drüben? Das System kann man nicht erkunden. Karawanen, Reisendenstationen. Ja, das gehört halt denen, ne? Was willst du machen? Boah, 15.000. Okay, da werden wir lange nicht reinkommen. 1K. 3K. Okay, die Splittlinge hier, das geht noch. Da kommt ja was auf uns zu. So, Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit wurde verbessert. Als nächstes möchte ich gerne bessere Antriebe erleben. 17. Nee, ich nehme die 20er Welt als allererstes. Ah, ich habe die jetzt auch schon hier. Okay, witzig. Wo sind die denn? Ich habe wieder einen Erstkontakt. So, also, ich will mal gerade eben mal gucken, wie meine Bevölkerungsstruktur ist. Hier sind wir noch komplett. Hier sind wir komplett. Ah, nee, also die sind immer noch komplett. Gut. Das spart mir ein, zwei Probleme. Construction completed. So, dann holen wir uns diesen Planeten, danach diesen und dann diesen. So der Größe nach, würde ich mal sagen. Wir haben einen Wrack identifiziert. Unsere Crew an Bord, unserer Gift Petrobon, der Herausforderer, hat berichtet, dass das Schiffswrack von Voldora 7 Ergebnisse eines unerwarteten geomagnetischen Sonnensturms war. Das Versorgungsschiff hatte einen Totalausfall der Lebenserhaltung und erlitt so schwere Schäden, dass es manövrierunfähig bis in die Schwerkraft von Voldora 7 driftete. Es gibt keine Überlebenden. Der Frachtraum des Schiffes enthält eine bemerkenswerte Menge an Mineralien. Ach, das Mineralien-Event. Das gehört den Yehetaima, den da. Nee, das gebe ich zurück. Ich will das nicht. Ich will keinen Ärger mit denen. Deswegen gebe ich das auf jeden Fall zurück. So, du bekommst jetzt die Aufgabe, hier alles automatisch zu bauen. Endlich. Dann können wir nämlich auch von dem anderen Kram hier endlich zehren. Und die freuen sich jetzt darüber. Wie ihr seht, die Meinung hat sich um 20 verbessert und wir bekommen 100 diplomatischen Einfluss. Geilo. So, was mache ich eigentlich mit diesem Slot hier noch? Einen zweiten Tempel will ich momentan noch nicht bauen. Ich könnte ein Holotheater gebrauchen und auch Genkliniken. Beides könnte ich. Ich könnte aber auch noch mehr Forschungslabore gebrauchen.
Aber erstmal brauche ich Mineralien, um irgendetwas zu tun. Und die werden jetzt hier auch sehr, sehr fleißig verbraucht. So, wir können mal gucken, ne? Wir sind jetzt hier schon mittendrin in Phase 2. Werden immer mal Phase 3 treffen. Bauvorlagen. Nach eingehender Analyse hat der Offizier herausgefunden, dass seltsame metallische Substanzen, die auf der Oberfläche von Core 5a bedeckten, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt. Und jetzt sind sie unsere. Oh, nice. Baugeschwindigkeit planetar, Reichsgröße von Distrikten. Das gefällt mir. Das nimmt man mal gerne so mit im Early Game. So eine seltene Technologie. Why not? So, du schließt jetzt das hier noch schnell ab. So, da ist das Schiff. Und wir holen uns als nächstes... Naja, wir haben die blöden Glühbirnen in der Nähe, ne? Ich würde ja am allerliebsten sowas wie Harmonie als nächstes machen. Aber lasst uns mal auf Unnachgiebigkeit gehen. Ich habe das Gefühl, das können wir gebrauchen. Oh, Fragmente des Lebens. Das gefällt mir, mehr Legierungen. Einfach so aus dem All. Ich finde es schön, dass es jetzt auch mehr Legierungen aus dem All gibt, Leute. Mehr Flottenüberlegenheit, okay. Flottenakademie. Machen wir mal das da, das geht schneller. Außerdem können wir da mal ein paar Blocker noch entfernen. Auch wenn wir es uns momentan noch nicht wirklich leisten können. So, dann gehen wir hier direkt auf die nächste Kolonie. Jetzt ist Kolonisierungszeit, Freunde. Was haben wir eigentlich überhaupt für einen Gouverneur? Der ist ein Vereiniger, okay. Naja, ihr seht, das kostet jetzt halt permanent Sachen, diese Sachen nachzuholen. Also diese ganzen offenen... Oh, wer hat mit dem... Okay. Der wird also wieder argwöhnisch. Ich glaube, er möchte Stress. Dann bauen wir besser nochmal ein paar Schiffe. Die haben schon eine bessere Raumstation, wir könnten auch eine bessere gebrauchen. Ich kann ihm einfach nicht trauen. Das ist der springende Punkt. Ich bin froh, dass ich ihn hier neben mir habe und er hat eine überwältigende Flottenkraft. Verlorene Seele. Wir haben einen zweibeinigen Roboter gefunden, der im Weltraum treibt. Das, was scheinbar sein Kopf sein soll, ist funktionslos und seine Metallgehäuse beschädigt. Erste Scans deuten darauf hin, dass er noch Energie hat, doch deren Quelle unterscheidet sich grundlegend von unseren. Seine internen Schaltkreise könnten Erinnerungen an seine frühere Existenz enthalten, aber es wird einige Zeit dauern, ihn wieder aufzuladen und die Informationen zu übersetzen. Ich kann ihn scannen, dann bekomme ich da so einen Bonus oder lasst ihn. Natürlich werden wir das hinzufügen. Durch unermüdlichen Einsatz fanden wir einen Weg, die Stromversorgung des Roboters wieder aufzubauen und seine Speicherbänke zu scannen. Leider befand sich die Maschine in einem derart schlechten Zustand, dass wir keine kohärenten Informationen darauf abrufen können. Wir werden einige Folgestudie in Betracht ziehen und vielleicht nach anderen seiner Art suchen. Doch zumindest das Schicksal dieser mechanischen Schiffbrüchigen wird uns für immer ein Geheimnis bleiben. Ja, faszinierend. Faszinierend, faszinierend. Oh. Die Welt hier kann theoretisch abgegradet werden, aber es fehlt halt einfach an Zeug. Grundsätzlich kann diese Welt hier abgegradet werden. Na, ich gebe ihr jetzt erstmal ein bisschen Wohnraum noch, ne, damit es jetzt hier zu keinen unnötigen Problemen führt. Da ist der Nächste, der geht jetzt dahin. Und sobald ich die 200 habe, und das ist jetzt der Fall, schicke ich noch einen dahin. Leider ist es sehr weit, das heißt, wir werden hier einen neuen Sektor öffnen müssen. Our colonists have reached their destination. Nice. Ein verlassener Vergnügungspark bringt uns noch mehr Forschungspunkte. Oh nein, die Rackets. Ich möchte mit den Rackets nichts zu tun haben, wenn ich nicht muss.
Die machen nur Ärger. Ah, ist alles noch sehr teuer. Wie weit ist eigentlich unsere Forschung? Gleich haben wir plus 1 Wohnraum. Verloren im Weltall. Das abgegebene Signal von Notruf eines Schiffes im Orbit von... ja, das nehmen wir an. Will ich die Railgun verbessern? Nee, ich möchte jetzt erstmal die Korvetten mit mehr Lebenspunkten versehen. Dann bekommen die nochmal ein bisschen mehr Kampfkraft. Nice. Da ist die nächste Kolonie jetzt hier für uns. Denen würde ich am allerliebsten gleich mal ein bisschen Wohnraum geben, aber am Anfang müssen die sowieso jetzt erstmal ein bisschen Wachstum generieren. Denn wir machen immer noch leider sehr, sehr wenig Mineralien. Wie sieht's mit dir aus? Er ist immer noch argwöhnisch. Eine minus 125er Beziehung mit euch. Eine 388er mit denen. Jetzt können wir das Gift wegmachen. Weniger Kriminalität und mehr Dienstleistungen. Neue vernetzte Dienstleistungen als Last. Das ist sehr, sehr cool. Das können wir gebrauchen in Anbetracht dieses Problems, was wir hier schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Hier fehlt uns jetzt demnächst Arbeitskräfte. Da sollten wir auch definitiv was tun. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Mineralien, damit wir jetzt hier auch mal ein paar Sachen erledigt bekommen. Ein Bollwerk wäre interessant. Ich kann aber auch ein Forschungslabor oder Genkliniken machen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier auf die Genkliniken für noch mehr Wachstumsgeschwindigkeit. Hier muss ich demnächst auch noch was machen. Also den da wieder errichten. Und jetzt sind uns schon wieder die Mineralien ausgegangen. Ne? Du kannst machen, was du willst. Als nächstes gehst du dahin. Der muss sich ja gar nicht mehr um das Bauen kümmern. Wir haben ja jetzt den hier, der automatisch jetzt unsere ganzen Bauvorhaben nachzieht. So, und als letztes werden wir noch diese Ozeanwelt hier mit 65% hier noch besiedeln, keine Frage. Die wird demnächst auch auf 70% hochgehen. Bergbau nach Lust und Laune. Tief in den Felsplatten auf einem gigantischen Asteroiden haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in der schier unendlichen Tiefe der Asteroiden gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten könnten, wäre es vielleicht möglich, etwas über die Technologie herauszufinden. Ja, komm, wir versuchen das. Das ist aber tatsächlich jetzt zeitlich kritisch. Klick einfach da drauf. Wir brauchen ein Konstruktionsschiff. Hier. Ich glaube, das mache ich... Ah, nee, warte mal, das mache ich direkt mit ihm hier danach. Oder mit ihm? Ich mache das mit ihm danach. Spezialprojekt. So. Er soll weitermachen mit seiner Aufgabe. Ein Gesandter ist gestorben. Okay, Gesandte sind nicht wirklich schlimm, wenn die sterben. So, Moment mal. Schiffswerft, du baust gerade eben nichts. Genau, jetzt kann ich nämlich endlich das hier machen. So, ich weiß. 65% ist nicht geil, aber... Dann haben wir nämlich jetzt hier erstmal alle Planeten, die uns umgeben, schon mal kolonisiert. Jetzt gucke ich mir mal diese Planeten an. Du hast... Okay. Das könnte ein Nahrungsplanet werden. Das hier ist ein reiner Industrieplanet. Das könnte ein Generatorplanet werden. Und das hier ist klar, was das ist. Ne? Das bleibt hier natürlich unsere Ordensfestung. Mhm. 3,32 machen wir jetzt hier wieder. Nice. Die Kriminalität. Oh, warte mal, ich muss den hier wieder aktivieren. Gestatte jetzt wieder Vollstrecker auf beiden. Wäre ja bescheuert, wenn nicht. Weil früher oder später macht es Probleme, wenn man keine Vollstrecker hat. Wobei ich es witzig finde, dass wir noch Vollstrecker brauchen auf einer Ordensburg, ne, wo jede Menge Ritter sind und Knappen. Aber vielleicht brauchen die auch jemanden, der auf sie aufpasst, dass sie keinen Scheiß bauen. 504. So, wir haben noch Pause. Das war natürlich Quatsch, dass ich Pause hatte. So, das hier ist jetzt auch geholt. Die müssen halt irgendwann mal wegmachen, wenn wir die Kampfkraft haben. Aber das wird noch eine Weile dauern. Oh ja, das wird eine Weile dauern.
Technologisch sind wir ebenbürtig, wirtschaftlich überlegen. Ja, kein Wunder, wir haben halt auch schwächer angefangen, ne? Mit weniger Pops und so. Und hatten auch ein richtiges Problem, was unsere Wirtschaft angeht. Ein Job hier noch frei. Aber der ist gleich auch besetzt. Ich denke wirklich, dass ich das zu einer Generatorwelt ernenne. So, die Korvetten. Und jetzt holen wir uns die Sternfeste. Jo, Generatorwelt wird jetzt hier gestartet. Wie gesagt, mit der weiß ich noch nicht. Das ist für mich so eine Kraut- und Rübenwelt. Bin ich irgendwie nicht so glücklich mit dem Teil momentan. Research complete. So, Hyperraumantrieb ist da. So, wir konnten die Bergbaumaschine aufhalten, bevor sie zerstört wurde. Es handelt sich um ein bemerkenswertes Stück von Maschinenkunst. Und die Oberfläche ist komplett mit Diamanten bedeckt. Auf den ersten Blick scheint der gesamte Bohrer aus einem Stück zu sein. Aber die Maschine ist einfach derart gut konstruiert, dass man keine Fugen und Gelenke erkennen kann. Unseren Ingenieuren wird die Rückentwicklung dieser Technologie gelingen. Dann bekommen wir das geothermische Fracking. Staubteilchen. Erntefallen. Ja. Ich würde gerne den Staub, den wir jetzt hier haben, schon mal einsammeln. Dann gehst du hier noch weiter. So langsam aber sicher wird es schwierig, uns hier noch weiter auszubreiten. Ne? Hier kann es sich auf jeden Fall noch lohnen. Und hier müssen wir uns einfach mal durchboxen. Erstmal die Schiffe nochmal auf den neuesten Stand bringen. Es gibt neue Fraktionen. Wir haben Pass of Victory Committee. Die wollen Eroberung. Lokale Rivalität. Kann ich die da rivalisieren? Glühbirnen. Rivalität erklären. Ja, komm. Das macht. Das bringt uns ein paar nette Boni ein. Ja, das hat dazu geführt, dass die jetzt hier noch glücklicher sind. Imperiale Hegemonie. Ja, das wird schwierig. Die wollen das Ersetzen organischen Lebens durch Roboter sorgt für das Missfallen. Also gut, ich muss Roboter verbieten. Psionische Verfolgung. Ich soll den psionischen Aufstiegsvorteil nehmen. Wollen die? Xeno Freedom Alliance. Keine Säuberungen. Föderiert. Proaktive Erstkontaktprotokolle. Die meisten sind aber die hier. Also ich sollte das mit den leeren Hüllen verbieten. Den Rest kann ich leider nicht machen. Also gut, dann sage ich jetzt einfach mal, Roboterarbeiter sind momentan erlaubt. Ich ächte sie jetzt mal. So. Dann sind die jetzt mal geächtet. Und das sorgt dafür, dass die jetzt hier glücklicher sind. Und eigentlich mehr mir hier bringen müssten. Krankheitsbekämpfung. Neues Spezialprojekt Orbitalstation. Über Astrikion 1 wurden Trümmer einer Einrichtung gefunden, bei der es sich um eine gewaltige Orbitalstation gehandelt haben muss. Aufgrund unter den Trümmern gefundener Artefakte konnten wir bestätigen, dass diese Raumstation vor gut 1,2 Millionen Jahren das Hauptquartier der Irasianischen Behörde für Krankheitsbekämpfung gewesen ist. Ah, das erste irasianische Teil, endlich. Da die Irasianer für Krankheiten weitaus anfälliger waren als die meisten bekannten Spezies, gaben sie für die öffentliche Gesundheit fast so viel aus wie für ihr Militär. Trotz dieser Bemühungen zeigten die verbliebenen Aufzeichnungen, dass ihre gesamte Spezies an den javorianischen Pocken gestorben ist. Tja, nicht gut für sie. Ich habe tierisches Verhalten auf diesem Planeten. Berichte aus unserer Kolonie auf Zoldiore Prime besagen, dass das wilde Verhalten zugenommen hat. Anscheinend hat ein Teil der Bevölkerung ein bisher nie dagewesenes Ausmaß an Lust und Aggression zum Ausdruck gebracht. Und niemand weiß warum. Okay, das ist diese hier. Okay. Eieiei. Und hier fehlt auch eindeutig der Wohnraum. Ich muss jetzt hier wieder kaufen, ne? Vielleicht sind sie auch nur deswegen so wild, weil sie keinen Wohnraum haben. Und auch hier muss ich demnächst jetzt hier mal für Wohnraum sorgen. Ich verkaufe nochmal ein bisschen Nahrung, um ein bisschen davon kaufen zu können.
um dann hier endlich diesen Wohnraum zu haben. So. Our colonists have reached their destination. Our colonists have reached their destination. Die Gewalt auf demselben Planeten ist auf dem Vormarsch. Es zeigt keinerlei Anzeichen für ein baldiges Ende. In der Tat ist die Anzahl der Vorfälle seit dem letzten Bericht sogar gestiegen. Zügellose und gewalttätige Handlungen finden allgegenwärtig statt und ein großer Teil der Bevölkerung scheint betroffen zu sein. Okay. Ja, als nächstes kommt das Event, das ist Wahnsinn. Naja, ich weiß. Ich kenne das. Oh, wir haben eine Absturzstelle gefunden. Eine weitere archäologische Stätte wurde für uns jetzt hier freigeschaltet. Das ist Wahnsinn. Okay, also, die Situation auf Zol Diore Prime ist außer Kontrolle geraten. Eine erhebliche Anzahl von Bewohnern ist nun mit dem infiziert, was auch immer dieses wilde Verhalten verursacht und die Kolonie beginnt allmählich zusammenzubrechen. Es muss etwas getan werden, bevor wir sie verlieren. Dann müssen wir das Spezialprojekt jetzt hier machen. Wo ist es denn? Gänzliches Skelett, kristalline Strukturen, tierische Meister. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist es auch. Ja, und da ist jetzt hier halt niedrige... Ich mach mal die Anti-Verbrechenskampagne. Das wird aber nichts bringen, Leute. Das wird nichts bringen. Das Problem ist halt auch noch, dass jetzt hier die Wohnraummangel und die Arbeitslosigkeit ist, das hier natürlich auch noch weiterhin senkt. Fressen oder gefressen werden. Ja, das ist ein Standard-Event. Wir haben jetzt ja einen hegemonischen Imperialisten noch kennengelernt, die Gagassi United Nations. Die sind autoritär und fanatisch militaristisch. Grüße sie freundlich. Wir salutieren vor ihnen. Und die wollen direkt hier schon mal eine Botschaft haben. Wo sind die denn? Ah, das sind die da. Okay. Die sind aber auch herzlich uns gegenüber. Wir sind auch Militaristen, deswegen mögen die uns. Ein Nicht-Angriffsversprechen, okay. Wildmachende Sporen sind die Ursache. Die Untersuchungen des seltsamen und wilden Verhaltens der Bewohner auf Zol Diore Prime sind abgeschlossen. In dem riesigen Netzwerk von Höhlentunneln, die die Erdkruste durchdringen, wurde ein mysteriöser Pilz gefunden. Er wächst überall in den Höhlen, egal ob auf dem Boden oder an den Wänden oder sogar an der Decke und erstreckt sich über tausende von Kilometern. Der Pilz setzt häufig Sporen frei, die aus den Höhlen getragen werden. Zu welchem Zweck wurde zwar noch nicht festgestellt, aber wir wissen mit Sicherheit, dass er bei unseren Spezies primitives Verhalten hervorruft und Urtriebe freisetzt. Wir könnten versuchen, eine nützliche Anwendung dafür zu finden oder wir könnten den Pilz ausrotten. Wir werden ihn in dem Fall sterben lassen. So. Das ist jetzt unser Weg. Also die Vernichtung der Pilze ist nun unser Ziel. Und wir werden jetzt als nächstes, das ist übrigens geil, ne? Verteidigungsarmeen produzieren jetzt 0,5 Einigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte hier ziemlich heftig werden. Gucken wir mal, wie unsere Einigkeitssituation momentan ist. Also momentan plus 96. Und wenn ich jetzt das hier als erstes mache, erwarte ich jetzt im nächsten Monat ein bisschen mehr. 115. Das ist echt krass, Leute. Was man da machen kann. Ein goldener Käfig. Ja. Du holst jetzt hier noch das. Ach, der ist schon dabei. Der ist schon dabei, das zu machen. Warum bist du auf 21 hoch? Das habe ich dir nie gesagt. Und nun soll eine galaktische Gemeinschaft gegründet werden. Ja, da bin ich dabei. Das wird prima. Kann es sein, dass wir... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, drei Stück sind da hinten. Construction completed. Und wieder großartig, ey, ich sag's euch. Von der Raumaufteilung hier. Mal wieder maximal fair, das Spiel.
Ja, bei der Wahl, die Wahl ignoriere ich jetzt gerade eben einfach mal. So, die reinigenden Flammen. Das Projekt zur Verbrennung aller Höhlenpilze ist nun abgeschlossen und der Urpilz konnte ausgerottet werden. Wie es der Zufall wollte, wiesen einige der ausgebrannten Höhlen reichhaltige Mineralien auf, die wir nun ausbeuten können. Da, also gut. Job als Höhlenreiniger +3. Fügt hinzu, was Auswirkungen hat. Job als Höhlenreiniger +1 Höhlenreiniger pro 20 Bewohner beendet die Ereigniskette. Also, die Höhlenreiniger... Wo sind die denn? Die Jobs sind, glaube ich, weg. Ah ne, ich muss ja hier hingehen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier diese Höhlenreiniger. Also automatisch jetzt hier jede Menge Mineralien. Dann ist es vielleicht doch ein guter Planet dafür. Für, Mineralien. Kommt mir gerade so. Aber als erstes machen wir Genkliniken hier rein. Construction completed. Möglich ist es, Freunde. Möglich ist es. Die Rackets sind da, die wollen wir... Das mache ich. Die haben gerade eben mir in einem hier im Core-System +5 Energy Credits verpasst. Wo ist das Core-System? Ich finde es gerade eben nicht. Da! Von 1 auf 6 haben sie es erhöht. Das nimmt man mal gerne mit. Colony established. One more place to live out your pitiful lives. Na also. Also, die nächste Kolonie ist gesetzt. Die ist sehr angenehm. Wir haben noch einen neuen Kontakt. Die Kraxros Star League. Xenophile fanatische Materialisten. Ja, ich bin häufig höflich zu ihnen. Und gelehrte Erkunder, xenophil und fanatisch materialistisch. Was ist denn das für eine Galaxie? Fanatisch egalitäre Materialisten. Also das ist... Sind wieder mal jede Menge Materialisten. Kaum spiele ich mal was Spirituelles, sind alle Materialisten. Wow, immerhin fanatisch-pazifistisch. Geburt der galaktischen Gemeinschaft ist da. Okay, Freunde, da sind wir also. Und wir sind sehr, sehr schwach. Von unserer Anfangssituation her. Naja gut, was soll's. Der Planet ist auch eher schwach. Ich brauche hier... Nee, warte mal, hier brauche ich keinen weiteren Wohnraum. Hier brauche ich Wohnraum und bei dem anderen brauche ich Wohnraum. Schön, wir haben ohnehin schon wenig Pops. Und dann geht einfach mal ein Pop. Ist ja nicht so, dass ich deswegen mir jetzt Sorgen mache. So, wir boxen uns jetzt hier durch, dass wir in diese Richtung uns weiter ausbreiten können, ne? Ich hab die Nase voll davon. Wir machen jetzt hier mal weiter. So. Einfach mal wieder einen jetzt hier auf, oder zwei jetzt hier aufdecken. Und jetzt haben wir noch diese komischen Marodeure jetzt entdeckt. Construction completed. Hier ist ein relativ großer Raumbereich. Also die beiden haben richtig Platz, ey, ich sag's euch. Ich meine, ich habe auch noch theoretisch Platz. Theoretisch. Die Kraxros Star League kann natürlich jetzt schon Unterwerfung gegen uns anwenden. Alles klar. Das werden wohl Weltraumwale hier sein. Und das werden wahrscheinlich die Minen, die Minenroboter sein. Research complete. Endlich haben wir die Sternenfeste. Das tut gut, Freunde. Ich möchte das Trägergeschwader endlich haben. Und die Sternenfeste muss auf jeden Fall hier rein. Aber ich habe nicht vor, jetzt hier sofort die Punkte auszugeben. Denn ich möchte vorher auf jeden Fall das jetzt hier noch bekommen. Wobei, nee, das kann ich jetzt schon machen. Construction completed. Ja, schade, dann muss ich jetzt halt tatsächlich Materialien verschwenden. So, komm hier runter. Dein Typus ist hier unten gefragt. Wir greifen jetzt hier an.
und machen die jetzt hier kurz mal weg. Dann geht ihr euch mal schnell reparieren. Du bist jetzt hier schon fertig, holst ihr sofort jetzt hier diese Spezialprojekte. Das arbeitet er jetzt einfach mal hier kurz mal diese Spezialprojekte ab beim nächsten Mal, Freunde. Und damit wisst ihr, die Folge ist leider vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.